Ein Fall aus der Beratungspraxis von Rentenbescheid24.de. Wie wir eine Erwerbsminderungsrente ohne Gerichtsverfahren durchsetzen konnten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir konnten im August 2018 einem Mandanten von uns die gute Nachricht überbringen: Sie bekommen die Erwerbsminderungsrente endlich zuerkannt. Unser Mandant hat im Januar 2018 einen Antrag auf eine volle Erwerbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenversicherung gestellt. Zuvor war er wegen seinen Erkrankungen in einer Reha-Klinik der Deutschen Rentenversicherung und wurde dort über einen Monat medizinisch durchgecheckt. Nach seiner Entlassung gab es einen Reha-Entlassungsbericht und in diesem Reha-Entlassungsbericht stand geschrieben, dass er auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr einsetzbar ist, und zwar weil er ein aufgehobenes Leistungsvermögen hat. Das heißt also, er kann nicht mehr als 3 Stunden pro Tag arbeiten. Dies gilt auch für seinen zuletzt ausgeübten Beruf. Nachdem er den Antrag gestellt hat, kam dann einen Monat später die Ablehnung durch die Deutsche Rentenversicherung. Im Ablehnungsbescheid steht drin, Sie sind voll erwerbsfähig und zwar können Sie mehr als 6 Stunden arbeiten. Man hat dann dort auch die Krankheiten nochmal aufgelistet. Ja, und unser Mandant nahm dann über rentenbescheid24.de zu uns Kontakt auf und fragte nach, was er denn jetzt tun könne. Ja, und wir haben ihm dann natürlich den Rat gegeben, auf jeden Fall erstmal gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch einzulegen und die Rentenakte anzufordern. Dazu hat er uns dann auch beauftragt, und nachdem wir Einsicht in die Rentenakte nehmen konnten, haben wir dann auch gesehen, was dann passiert ist. Der Vertrauensarzt der Deutschen Rentenversicherung hat gegen die Entscheidung der Reha-Ärzte ein eigenes Votum erstellt. Das heißt, er hat festgelegt, dass unser Mandant jetzt voll erwerbsfähig ist. Er kann also mehr als 6 Stunden arbeiten auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben dann eine kurze Widerspruchsbegründung gemacht und haben auf dieses Problem hingewiesen. Und nach ca. 4 bis 6 Wochen kam dann eine schriftliche Mitteilung durch die Deutsche Rentenversicherung. Ein neues Gutachten muss her. Ja, und der neue Gutachter kam dann zu dem Ergebnis, dass das, was die Reha-Ärzte geschrieben haben, tatsächlich auch stimmt. Jetzt ist die Deutsche Rentenversicherung eingeknickt und hat dann uns ein Angebot gemacht. Wir geben Ihnen oder Ihren Mandanten eine volle Erwerbsminderungsrente befristet. Das haben wir unserem Mandanten mitgeteilt und er hat natürlich gesagt, okay, nehme ich an, ist ja ein gutes Ergebnis. Im August diesen Jahres kam dann der Rentenbescheid und den haben wir kurz geprüft, alles in Ordnung. Interessant an dem Fall ist, dass die Deutsche Rentenversicherung hier unnötig Geld ausgegeben hat für ein Zweitgutachten und hier die Vertrauensärzte der Deutschen Rentenversicherung gegen die eigenen Ärzte der Reha-Kliniken votieren. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.